Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute, merkt ihr, habe ich einen anderen Gast als Horst. Ja, das ist Mike von Mike's Whiskyhandel. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Ja, und du hast uns was Schönes mitgebracht. Ich sehe schon, ein Willett. Ja, was ist denn das hier? Das ist jetzt eigentlich der Klassiker, der Kentucky Straight Bourbon. Mit 47 Umdrehungen, also 94 Proof. Eigentlich ein Einsteiger-Whisky, aber der hat alles, was ein guter Straight Bourbon aus Kentucky haben sollte. Ich muss ehrlich gestehen, Willett ist ja nicht meine komplette Schwachstelle, aber ich war bei Willett nur, ich habe nur die Touri-Tour gemacht. Ich kann mich erinnern, es war nur Heaven Hill und dann geht es den Berg hoch und so alte Lagerhäuser und dann irgendwie ein schön neues aufgebautes bisschen Besucherzentrum und neue Brennerei. Und ich kann mich noch erinnern, sie machen voll auf Pot Stills, ne? Normalerweise ist Willett eine der ältesten Destillen, wobei die Urdestillerie, die Kentucky Bourbon Destillerie ist. Der alte Drew Colvin hat die älteste Tochter von Willett geheiratet. Und dadurch eigentlich die Rezepte und die alten Fassreserven, aber das geht so zurück auf 1970 oder 65 im Moment. Ich war das erste Mal dort 2003 oder 2004, nicht als Besucher, sondern ich habe mit denen angefangen zu importieren. Da war das also ja nicht publikumsoffen, gar nicht. Das war also eine kleine Destille, die größte Apfelanlage von ganz Kentucky, weil die Colvins haben alles für Heaven Hill abgefüllt. Ach so, die waren mit Heaven Hill zusammen? Ja. Aber wenn du jetzt dann, wann warst du 2000 da? 2003, 2004. Sowas. Ach so, das war aber dann nach dem großen Ding von 1996, oder? Richtig. Ah, okay. Ja, ich wollte eigentlich immer wissen, weißt du, wenn man bei Heaven Hill fährt man ja rein und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, bei mir ist ja auch schon 2015, ist jetzt auch, was sind das, 9 Jahre her, ist links war da so ein, ja, so eine Ruine, so was Abgebranntes. War das Heaven Hill oder war das nur irgendein Lagerhaus? Nee, es war nur ein Lagerhaus. Okay. Heaven Hill war jetzt zwar einmal, das hat mich eigentlich relativ wenig interessiert, weil was war eben mit 220 verschiedenen Spritzarten, was die machen. Vor allen Dingen das Problem, ich komme nicht hier, weil die natürlich bitte verbrüdert sind mit der Industrie. Ja klar, Heaven Hill ist eine interessante Geschichte, aber die sind halt riesig. Ja, Heaven Hill ist die größte Lagerstätte von Kentucky. Ja klar. Im Moment irgendwas mit 34 Lagerhäusern, 250.000 Fass. Aber ich finde Willett sehr, 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 sehr spannend, weil Pot Still. Richtig, das ist das Interessante an dem Whisky. Es ist halt in der Pot Still noch gemacht, es wurde gepflegt bei Willett, also bei der Kentucky Bourbon Distillery, und sie brennen das Ding immer noch in der Pot Still, in keiner Coffee-Distill oder sonst irgendwas, dass sie Massen produzieren. Ist auch nicht mehr ein Klein- oder Kraftdistiller, sondern wir reden hier bei der Kentucky Bourbon Distillery von 150.000, 250.000 Flaschen im Jahr. Das ist ja nicht mehr klar. Das ist nicht mehr klar, also man kriegt ja auch, man kennt ja auch von Schottland, es gibt auch in Schottland größere Stills, also durch Pot-Stills kann man auch größere Mengen durchschieben. Ja, logisch. Na, wenn man 24,7 und ne, dann da kommt schon was bei rum. Jetzt weiß ich die Größe, weiß ich nicht, da gibt es aber auf die Homepage von einem, da gibt es ein Ding, hat glaube ich 350 oder 380 Gallon Fassungsvermögen, das ist nicht so groß eigentlich. Boah, Gallons. sind es die Viererhalber oder die Dreierhalber? 3.500 oder 3.800 Gallon. Ja, ja. 10.000 Liter. Ja, also ich würde es so von uns, gut, wenn man es bei den Amerikanern vergleicht, absolut klein. ist nur ein kleines Stille bei Winston. Aber wenn man es mit international vergleicht, würde ich mal sagen, ein mittlerer, oder? Eine mittlere Kentucky geworden ist. Ja. Gut, ich glaube, haben wir genug geredet, oder? Oder hast du irgendwo noch einen schönen Schwank? Eigentlich kann man mal zwischendurch was trinken. Ja. Schon, gell? Dann lassen wir mal ein bisschen Luft aus dem Glas, ne? So. Ja, danke, dass du uns ihn mitgebracht hast. Das hat das Angenehme, wenn man das im Glas anschaut, was er für einen schönen Ölfaden zieht und der eigentlich auch nicht runterkommt. Daran erkennt man gerne guten Bourbon. Ob er jetzt hängen bleibt oder nicht, wenn ich das Glas anschaue, kommt der Tropfen ganz zäh. Würde der Rand nicht entstehen und einfach runterlaufen, haben wir Scheißsport in der Du hattest mir was Interessantes gesagt, mit, dass es gibt ja immer so die Leute, die immer so
dem Bourbon verschreien, kennt man immer so, ja, Ina Kleber und alkoholisch und sowas. Ja, du hattest mir vorher, auf Camera vorher was Interessantes gesagt. Kannst du das vielleicht nochmal wiederholen? Das wäre, fände ich, glaube ich, sehr interessant für unsere Zuschauer. Über welche Richtung jetzt genau? Mit dem Verdünnen und solche Geschichten, ja, ne? In einem guten Bourbon, ein guter Bourbon ist so abgefüllt, wie er trinkfähig ist. Egal, ob der jetzt 47% oder was eine leichte Spirituose ist in meinen Augen, oder ob der jetzt 65, 66 oder 67% hat. Es gehört nie ein Wasser dann rein. Man versaut das Ding. Weil jeder Distiller versucht, den Bourbon trinkfähig abzufüllen, auch eine Fassstärke, wenn er richtig eingelagert ist und am richtigen Zeitpunkt abgefüllt ist, dann hast du keinen Alkoholfieber. Okay. Ja, dann gibt es dann das berühmte Sprüchel, wenn einer sagt, das ist zu stark, du Wasser rein. Die Fischermanns fremd wäre. Ja. Ist der zu stark, bist du zu schwach? Also, du bist absolut ein Fan von pur genießen. Rein pur genießen, dazu Wasser stellen, am besten ein Kreuz Mineralwasser, mit jedem Schluck wieder neutralisieren, weil der Alkohol macht die Geschmacksfolge auf. Kalte Mineralwasser würde das Ganze neutralisieren und würde dich auf Null setzen, sodass du beim zweiten Schluck oder beim dritten Schluck, jedes Mal dazwischen Wasser, eigentlich immer mehr schmeckst. Ah, okay, das heißt, du schüttest dein Wasser nicht in den Whisky, sondern in den Rachen. Ja. Okay, gut zu wissen. Dann erstmal ein Cheers. Cheers. Ja. Wenn wir jetzt da reinriechen, haben wir die typischen Noten halt von einem guten Bourbon. Wir riechen die Eiche raus, wir haben Noten von Holz. Zitrus sein kann man vielleicht rausriechen. Und wie soll man sagen, Heu. Ja. Frisch geschnittenes Heu. Also es ist schon definitiv so ein richtig schöner Bourbon. Für mich aber würde ich ja sagen, eher so ein bisschen, wie du sagst schon leichte Spirituose, ich finde es ein bisschen leichterer Bourbon. Du hast wirklich schön Vanille, schön Karamell, so wie so ein bisschen so ein leichter Zitrusding mit drin, etwas leichterer. So sollte der Bourbon riechen, ganz einfach. Ja gut, es gibt ja so ein bisschen so die Bourbon, so 10 Jahre plus und sowas, die dann, da hast du halt nur noch Holz drin. Richtig, da kommt die Holznote ganz stärker. Hier, gibt's hier irgendwo Altersangabe oder ist der hier so? Also so viel ich jetzt noch weiß, er war früher eigentlich auch noch älter, ist der jetzt in der Ampel um 4 Jahre und 7 Monate. Leider, obwohl es die Stille ist, mit dem ich am längsten arbeite, habe ich das Mischspiel bis heute noch nicht gekriegt. Ach so, wir, also das ist fast wie bei Maggie nach dem Motto, Rezept kriegst du nicht. Jede andere Stille auf Anfrage kriege ich mein Mischspiel. Ja, klar. Also, wobei ich sage, also jetzt mal rein von der Nase her, definitiv gut, 70% Mais wird schon drin sein. Also ich schätze... Roggen recht wenig. Ja, wir reden hier meiner Meinung von 10-12% Reihanteilen. 10 würdest du sagen? Ja, das ist das aggressive dann, das ganz leicht aggressive zum Schluss, das ist der Roggen. Ich schätze den auf 65% Mais. Ja, aber irgendwo so. Also ich hätte so die Standard ist ja irgendwie so 70 und dann 15 oder so in der Richtung. Ja. Falls du noch irgendwie ein bisschen Weizen rein tust, dann geht ja alles ein bisschen runter. So ist ja Weizen auf jeden Fall drin. Diese Keksnote, ein bisschen was, ne? Die Keksnote kommt, die Zunge dann kommt. Das ist auf jeden Fall der Weizen. Er hat sowas ein bisschen Rundes, gell? Der Weizen macht das ganze Ding ja eben weicher, runder. Ja, weicher, runder. Bin ich aber voll der Fan von. Wenn du irgendwo einen Bourbon hast, wo man Weizen drin hat. Ja, du musst einen schweren Vorgränder nehmen, dann kommt das richtig raus. Und schönes, also definitiv amerikanische Weißeiche, kann man nicht verheimlichen. Die kann man nicht leugnen. Okay, tschüss. Zwar erst einmal eine kräftige Würze, oder eigentlich nicht Würze, sondern kommt der Alkoholnote, das erste Whisky, den wir heute trinken, natürlich auch. Dann kommt eben Vanille, fast der Creme Brûlée, ein bisschen Kokosgeschmack. Ganz leicht. Und dann kommt das Holz, es kommt nicht aus Eiche, sondern es kommt fast aus Zedernholz, mehr herzig. Also im Mund habe ich ihn sehr, sehr leicht. Wie du gesagt hast, so ein bisschen so, so Kokos, bisschen, gut, viel Vanille, viel Karamell definitiv drin. Aber als ich ihn runtergeschluckt habe, da hatte ich auch so ein bisschen schwerer Zedernholz, so ein bisschen so die würzige. Jetzt, wo ich ihn im Mund drin hatte und runtergeschluckt habe, da muss ein bisschen mehr Reihe drin sein, als ich gesagt habe am Anfang. Von dem die leichte Schärfe raus. Wie gesagt, jetzt hat so sollte man. Leichte Schärfe hat so was Würziges dran.
Und du trinkst dann jetzt dein Wasser dazu. Ich spüle meinen Mund eigentlich wieder aus, um ihn freudiger zu machen. Mhm. Weil Alkohol macht ja die Geschmacksfarbe auf, das Wasser neutralisiert. Mhm. Würdest du da Wasser nicht dann neutralisierst du den Whisky, das ist ganz schlecht. Mhm. Aber ist schön, schöne Geschichte. Mhm. Mhm. Beim zweiten Mal, wenn es jetzt das Wasser gespült hat, wird er weich, die Schärfe weg. Mhm. Also dieses, was man vorhin als, als Alkoholschärfe am Anfang spürt, ist jetzt auf einmal weg. Mhm. Das ist das, wenn du es in der Reihenfolge trinkst, Whisky, Wasser, wird er immer weicher werden. Das sind ja die meisten Geschichten, wo Leute eben sagen, die können keine Fachstärken trinken mit 66-68%, weil sie zu viel auf einmal trinken und einfach nicht zwischenspülen. Der Alkohol bleibt im Mund hängen, die Geschmacksfarbe macht vom Alkohol zu. Mhm. Ja, wenn du mit Wasser trinkst, dazwischen macht es wieder auf. Mhm. Und dadurch ist ja, ich rede ja von einem Genussmittel, nicht von einem Saufmittel. ich kenne es von den, was ich in Kentucky gelernt habe, war dieses ganze Thema abatmen, wenn du irgendwas über 70% drin hast. Ist auch eine Möglichkeit, da geht es aber eher so, wenn du einen Rohbrand hast, ne? Der bei dem recht wenig drin ist an Geschmack. Rohbrand ist halt reiner Alkohol, sagen wir mal, ist ganz relativ einfach. Ja gut, also die Fruchtigkeit ist schon gut vorhanden. Ja. Wobei ich den hier, den hätte ich so gerne mal als Rohbrand probiert. Ich habe nämlich jetzt viele Sachen mal Pot Still gegen Column Still probieren dürfen. Mhm. Und da ist Pot Still so viel fruchtiger. Ist klar, weil es jetzt nachgebrannt wird. Wir haben einen Brennvorgang. Das ist der Unterschied an dem Ding. Mhm. Aber es ist ein schöner, ja, wenn du jetzt schon ein bisschen drin hast, also er geht lang, aber von der Intensität her würde ich sagen, ist ein schöner, leichter, interessanter Einsteiger-Bourbon. Einsteiger-Bourbon, ja. Bourbon, der aber alle Geschmacksrichtungen hat, die ein guter Bourbon haben soll, in meiner Augen. Ja. Du hast jetzt vielleicht hinten eine leichte Minznote, wenn du das Wasser dazwischen nimmst, dann hast du aber einen gleichmäßigen, langen, runden Abgang und er bleibt eben da. Nicht langer Abgang, da verstehe ich was anderes. Ist klar, weil ein langer Abgang heißt, ich spüre morgen noch. Aber, ja, so nicht. Aber für so einen leichten, würde ich sagen, mit diesen ganzen leichten Geschmäckern drin, hält das Zedernholz und die Gewürze, die er drin hat, so den bisschen Rye, den er drin hat, hält für mich, für meinen Dafürhalten schon relativ lang. Also gut, dieses ganze Leichte, das ist eine Sache von 2 Minuten, ne? Kenne ich aber auch keinen, der ihn halten kann. Die Anna sagt, 47% ist eine starke Spiritose, 47% ist ein Aperitif in meiner Augen. Ich bin anders eingestellt, weil wenn du in Texas warst, einmal mit den Texanern gearbeitet hast, die schenken dir ein Gläser ein, die sind 15, 18, 10. Okay. Und die trinken den innerhalb von 2 Minuten. Und zwar reden wir dann eben von Spiritosen mit 57, 58, 60, 65%. Okay, krass. Und das dann draußen im Freien bei 12, 45 Grad. Die Texaner sind da schon. Da muss ich drauf einstellen. Okay, ja. Ich bin gerne in Texas. Texas, muss ich zugeben, war ich noch nicht. Also das steht bei mir noch auf der Liste, hoch auf der Liste, dass ich unbedingt dahin muss. Ja, dann kann ihr da vielleicht, reden wir mal drüber, kann ihr da ein paar Türen öffnen vielleicht. Also wenn ich nach Texas fliege, dann werde ich mich vorher auf jeden Fall bei dir melden. Das ist mir eh schon klar. Ja, schöne Geschichte. Also finde ich klasse. Oh, jetzt wird aber, ich finde es mal interessant, wie ein Whisky, wenn du öfter probierst, was er noch so abliefert. Ich habe jetzt nicht zwischengespült, da wird er schon ganz schön eichig. Da wird er eichig, da wird er kräftiger. Wird er. Mhm. Das ist das Problem, warum eigentlich mir beim amerikanischen Whisky die meisten Leute den Finger davon lassen. Weil sie ihn, das kann ich sagen, nicht verstehen zu trinken. Wenn du kein Wasser dazwischen trinkst, kommt da die Eiche zu stark raus. Okay. Jetzt ist das nur eine leichte Spirituose, je schwerer die Spirituose ist, umso mehr kommt es. Da kommen die Geschmacksnoten bevor, dass du den Mund zwischenspülen, dann kannst du dich mit so einem Ding beschäftigen eine Stunde. Ja, sechs, acht Zähl und trinkst du eine Flasche Wasser dazu. Ja. Ja, ich meine, wenn du eine Flasche Wasser trinkst, und kannst du auch 6-8 Zähl machen an einem Wochenende. Ja, meine Testing, wenn ich ein Testing mache, ich mache 10 Whiskys in Folge, 4 Zähl, 0,4 Liter Alkohol. Stimmt, ja. Hm? Ja. Bei mir geht aber keiner zu viel raus. Ja. Bei jeder 4 oder 5 Flaschen Mineral. Das finde ich aber auch, heftig. Man unterschätzt ein bisschen, man überschätzt ein bisschen, wie viel Alkohol im Whisky drin ist.
Auch bei den höherprozentigen, gut, da ist schon ein bisschen mehr drin, aber man überschätzt es, wie sagen wir mal, andere Getränke, die man halt mit einfach größeren Mengen trinkt, wie viel Alkohol da drin ist. Also wirklich die Trinkmenge macht eine ganze Menge aus. Ja, das ist das Schlimmste, wenn du Mix trinkst, nimmst du diese Zuckermenge. Ja, du kannst gleich intervenös spritzen. Das Gleiche. Ja, okay, gut, dann würde ich sagen, Tschüss nochmal und wer hier auf den Geschmack gekommen ist vom Willett Pot Still Reserve Straight Bourbon 47%, der schaut einfach mal bei whisky.de vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.